Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Bad Vilblerinnen und Bad Vilbler, mit großem Respekt nehme ich wahr, wie Sie sich an die einschneidenden Auflagen im Rahmen der Corona-Pandemie halten. Ich möchte Sie ermuntern, weiterhin daran festzuhalten. Sie helfen damit, besser und schneller durch diese aktuelle Krise zu kommen. Seien Sie versichert, dass die Kolleginnen und Kollegen bei der Stadt und bei den Stadtwerken und auch ich persönlich alles tun, damit wir weiterhin handlungsfähig bleiben. Alle Bereiche der Stadt und Stadtwerke sind für Sie telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Wir haben den Notbetrieb in den Kindertagesstätten erfolgreich umgesetzt. Es gibt festgelegte Pläne zur Aufrechterhaltung von wichtigen öffentlichen Versorgungseinrichtungen wie die Kläranlage, die Müllabfuhr, die Dienste der Stadtwerke, die Feuerwehr, den Filbus und vieles andere auch. Danke möchte ich dabei sagen an alle Beteiligten, die dies zusammen mit unserem Krisenstab so zügig umgesetzt haben. Ich weiß aber auch, und das ist mir heute ein besonderes Anliegen, dass viele von Ihnen Sorgen haben, zum einen um die eigene Gesundheit oder um die Gesundheit von Angehörigen, aber auch Sorge haben um die finanzielle Existenz. Die einschneidenden Maßnahmen betreffen viele von uns. Und auch hier möchte die Stadt Bad Vilbel, die Stadtwerke und ich persönlich Ihnen ein Hilfeangebot geben. Schon früh haben wir ganz individuell auf unserer Homepage die Aktion Hilfe direkt in Bad Vilbel gestartet. Sie können sich individuell über E-Mail über unsere Homepage informieren. Sie können sich aber auch unmittelbar an das Bürgertelefon unter 602 301 an uns wenden. Hier können wir bewerkstelligen, dass Sie Einkaufshilfe bekommen, dass wir Menschen zusammenführen können, die helfen wollen, aber denen geholfen werden muss. Und wir können Sie vielleicht auch an andere Behörden und andere Einrichtungen dort weiterleiten. Wir haben als einer der ersten Städte mit großem Respekt für die Leistung der Eltern umgesetzt, dass wir die Kindergartengebühren für den April nicht einziehen werden. Auch das soll eine kleine Hilfestellung sein. Ganz aktuell haben Stadtwerke und auch die Finanzabteilung in unserer Stadt besprochen, dass wir großzügige Stundungsregelungen bei Steuern, Beiträgen und Abgaben gewähren wollen. Kontaktieren Sie uns. Wir finden sicherlich eine individuelle Lösung, soweit Sie von dem Krisenmodus im Rahmen der Corona-Pandemie finanziell betroffen sind. Ein ganz wichtiges Anliegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, richte ich an Sie in Form eines Aufrufes, dass wir unsere Gastronomie, dass wir unsere Gewerbetreibenden und unsere Handwerker in dieser schweren Stunde nicht vergessen. Diese Betriebe tragen maßgeblich dazu bei, dass unser schönes Bad Vilbel so liebens- und lebenswert ist. Deshalb prüfen Sie bitte, ob Sie nicht unsere Gewerbetreibenden, unsere Handwerker, unsere Gastronomie auch in dieser schweren Stunde unterstützen können. Viele bieten bereits jetzt Gutscheine an, die man zu einem späteren Zeitpunkt einlösen kann. Zusammen mit Gewerbering, dem Verein Stadtmarketing und mit den Sprecherinnen und Sprechern der Bad Vilbler Gastronomie habe ich veranlasst, dass wir alle Angebote in diesen Krisenzeiten bündeln werden und sie im Internet auf der Homepage des Vereins Stadtmarketing badvilbel.de darstellen werden. Ich bitte alle Gastronomiebetriebe, alle Betriebe in unserer Stadt, sich beim Verein Stadtmarketing zu melden, damit wir dort ein möglichst breites Angebot präsentieren können. Und ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger,
sich diese Angebote anzuschauen und nach Möglichkeit Gebrauch zu machen. Unsere heimischen Gewerbetreibenden verdienen unsere Unterstützung. Lassen Sie mich abschließend nochmal an die Menschen denken, die in diesen schweren Zeiten direkt für uns da sind. Sei es im medizinischen oder im pflegerischen Bereich, sei es beim Einkauf in unseren Supermärkten, sei es aber auch in den verschiedensten Handelsketten der Ver- und Entsorgung, die wir doch alle jeden Tag so dringend brauchen. Helfen Sie alle gut mit, dass wir gut durch diese Krise kommen. Bleiben Sie gesund und lassen Sie uns ein Stück weit auch heute schon darauf freuen, dass wir hoffentlich schon bald unser liebenswertes Bad Vilbel wieder ohne Auflagen genießen und zusammen feiern können. Vielen Dank.